Elyon. This planet was once a paradise. It was a beautiful and free world. Under the protection of a wise and just god, its civilization grew stronger, gaining knowledge about the secrets of the universe. That is how things were. Until one day, Elyon's great god vanished. Legions of monsters, led by the gods of alien worlds, rushed to Elyon. Elyon's inhabitants joined forces to protect their planet from repeated invasions. A planet-wide system displays the prayers for help from the planet's mortals and allows defenders to come to their immediate rescue. But the enemy's forces are vast and fearless. They will not stop until they conquer this world. Only a greater god, one who is forged from the fires of the epic battles to come, can hold back this tide of darkness. Ich bin verwirrt. Egal. Hauptsache, wir haben das Gesch wir haben den Rennen, das Rennen beendet. Und jetzt nix wie weg. Ich muss jetzt gerade meine ganzen Aggressionen, die sich aufgestaut haben, an die Monster rauslassen. So, was müssen wir schließen? Das nächste Abenteuer in einer Provinz auf Insel Alakur. Ja gut. Hat sich eigentlich da oben was getan? Gibt es irgendwas Neues? Calls for help detected. Recommended behavior model. Rescuing mortals. Ich würde mal gerne die Shuttle Terminal ausprobieren. Was ist das eigentlich genau? Verwenden. Forschungszentrum Park. Ich gehe mal erstmal in den Park. Du kannst dich selbst als Ziel auswählen, indem du F1 drückst. Um die Auswahl aufzunehmen, drücke Escape. Wozu sollte man sich selbst als Ziel auswählen? Vielleicht für Tränke oder so, oder um sich selbst zu heilen. Oder um sich selbst einen zu verpassen. Man weiß es nicht. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um im Park. Wow. Boah, mega beeindruckend. Boah, dieser Design und dieses, boah, ich bin fasziniert. Macht mir ein bisschen Angst. Assessing the ecological conditions, values within normal range. So. Oh krass. Okay, ich gehe erstmal mitten durch und dann schauen wir uns links und rechts um. Oh, mega geil gemacht. Die Uhr ab und zu an und um zu schauen, ob wir mit den Leuten interagieren können. So, was haben wir hier? Boah. Was ist denn das? Ist das ein Reittier? Thank you.
können wir alle nicht interagieren. Schade, dass es kein Open World ist. Boah, das wäre so geil. Das Spiel ist mega. Störe ich euch beiden? So, die Nachrichten. Die Unsterblichen und Templer wären dem Feind. Das sind die Nachrichten von gestern. Sorry, ich hatte gerade was im Auge. Moment, ich habe immer noch was im Auge. Oh, ich heule. Okay, jetzt. Friends, please, a minute of your attention. Today we gathered to wish our friend Nils good luck in his long journey. May it not be his final one. Just yesterday, updates we downloaded. All enjoyed life together. Rebooting the system. Please wait. Tomorrow we will continue to have fun. Well, Nils will don a blindfold and start his journey in the name of Metarchus. Nils, my friend, we are very proud of you. You are the best of us. Take care. Don't forget your friends. Come back soon. We will wait and pray for you. Guys, thank you. I will never forget you. There, there. A follower of Metarchus shouldn't cry. Here's to Nils. To Nils. To friend. Auf die Freundschaft. Ja gut. Ach ja, auch hier kann man kämpfen. Nimm die Sonder. Anscheinend sind die drei unverwundbar. So, ja. Okay, das scheint irgendwie eine Art Restaurant zu sein. Da runter. Boah, mega beeindruckend. Und diese ganzen Flugschiffe und Flugzeuge und was da noch sonst so ist. Mega geil. Ja. Ziemlich viel Verkehr. Was ist das? Ach, wir sind schon wieder in der Mitte. Oder? Nee. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Naja. Dann schauen wir mal, was es hier oben so gibt. Thank you.
Statue sieht beeindruckend aus. Was sind das für drei Statuen? Einen Gold, einen Silber und die andere in Bronze. Requesting updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Sorry, musst du kurz husten. So, ich schaue mir erstmal die Statue an. Da stehen keine Namen drauf. Mist, ich bin zu nah dran. Okay, die Flügel bewegen sich. Könnte der Wind sein. Alles sehr geheimnisvoll hier. Okay. Weiter oder ist das hier schon das Ende vom Park? Ich glaube, hier ist schon das Ende, glaube ich. J. Wofür das wohl steht? Stehen da noch andere Buchstaben? Nee. Ja gut, dann gehe ich mal auf diesem Weg zurück. Wir sind ja von der anderen Seite gekommen. Was gibt's hier so? Sorry für die kleine Unterbrechung. Es geht jetzt weiter. Ja, hier scheint irgendwas zu kaufen zu geben, aber kein Verkäufer. Der hat wohl Pause. Echt geflasht von der Gegend hier. Ach ja, ich wollte ja noch hier runter, um zu schauen, was da ist. Area is safe. Bringing all combat systems to standby. Extra still, um die Atmosphäre ein bisschen wirken zu lassen. Insufficient memory space, archiving data. Oh, was war das denn? Ob es so eine Welt wirklich in der Zukunft existieren wird? Also solche Städte, aber ohne die Aliens halt, also ohne die Invasion und so natürlich. Das wäre echt krass. Aber so in 100, 200 Jahren, wenn die Welt dann existiert,
dann wäre das möglich. Wie sich die Welt momentan wandelt, sieht das sehr, sehr beängstigend aus. Ja gut, da haben wir uns hier genug umgesehen. Ich gehe mal hier drunter durch. So belebt ist das hier ja nicht, ne? Sind ja nur ein paar Menschen hier. Vielleicht sind das die Reichen und Wohlhabenden dieser Gegend. Die sind jedenfalls alle ziemlich, wohlhabend gekleidet. Wahrscheinlich sind die anderen, die sich nicht so viel leisten können, weiter unten. Erinnert mich an Elysium, also an den Film Elysium. Und an das Spiel Deponia 1, 2, 3. Falls das jemand kennt. Wenn wir hier durchgehen, gelangen wir wahrscheinlich wieder in die Mitte. Yep. Da sind wieder diese großen Laternen. Ich frage mich, wie es hier nachts aussieht, wenn alles dunkel geworden ist. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir im Kreis laufen. Wir sind im Kreis gelaufen. Ja gut, dann geht's durch die Mitte wieder zurück. Wir sind ja außen rumgelaufen, oder? Ist hier noch irgendwas? Oder sollte ich... Ne, hier war ja nichts. Hier können wir nicht durch. Ja, dann laufen wir hier durch die Mitte durch. Beim nächsten Mal laufe ich dann außen rum, also rechts und links. Wir haben genug gesehen. Fürs Erste. Also ich bin immer noch von der Grafik echt geflasht. Ich hoffe, beim Schneiden und bei YouTube geht die Qualität der Bildaufnahme nicht ganz verloren. Ich glaube, wenn man so... Analyzing System Components. Efficiency 100%. Wenn man Gott geworden ist, hat man doch immer noch diese Hörner, oder? Man hat Kranz um den Kopf. So, was haben wir hier? Ach ja, da war ja das Reittier. Oder was es auch immer ist. Vielleicht ein mystisches Wesen. So, das Forschungszentrum schauen wir uns auch beim nächsten Mal an. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ah, da. Bis jetzt haben wir nur ein Gespräch mitbekommen. Göttliches Observatorium.